Wie einfach eine Tabelle in Power BI erstellt werden kann, das sehen wir uns nun an. Ich habe nun Power BI Desktop gestartet und habe die Möglichkeit, im Menü im Home unter externe Daten Daten einzugeben. Nun öffnet sich ein neues Fenster, wo ich den Namen der Tabelle definieren kann. In meinem Fall nenne ich es Preisliste. Ich definiere dann die jeweilige Eintrag, beispielsweise Haus, und sage, das ist der Artikel. Und gebe dann eine zweite Spalte hinzu, Preis. Definiere das mit 250.000. Ich kann auch ein Auto eingeben mit 30.000 und eine Wohnung mit 80.000. Nachdem ich die Werte eingetragen habe, kann ich nun mit LAN diese Tabelle in mein bestehendes Datenmodell hinzufügen. Wie ihr seht, habe ich nun unter Felder die neue Tabelle Preisliste, kann hier auf Basis dessen neue Auswertungen erstellen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einen Kommentar. Ich würde mich über einen Like oder eine Subscription sehr freuen und wir sehen uns bald. Tschüss.